Ich möchte, dass du sie tötest. Echote die Stimme. Tief, monoton und kalt. Vor mir befand sich meine Mutter. Planlos an ein morsches Kreuz geschlagen. Bolzen wurden ihr durch die Handflächen gehämmert und ungeschickte Knoten aus Seilen spannten sich über ihre Knöcheln und Schultern, um sie in Position zu halten. Ihre Augen, trocken, rot und sie behausten angsterfüllte Pupillen, nachdem man ihr das Klebeband abgezogen hatte. Das ist doch kein Leben, leckte die Stimme. Ich besah mich meiner Umgebung. Ich befand mich in einem kleinen quadratischen Raum, an dem Metallwände hochkrochen, die nicht höher sein konnten als mein Studio-Apartment. Ein Dach fehlte jedoch. An seiner Stelle befand sich ein riesiges, schwarzes Nichts, aus dem kein Ende auszumachen war. Etwa 5 Fuß entfernt war meine Mutter. Sie wand sich schwach in ihren Fesseln. Weitere 5 Fuß hinter ihr erspähte ich eine unnatürlich hochwirkende Leiter, die direkt in das schwarze Nichts hineinführte. Worauf wartest du? Als ob es dich kümmert, drängte die Stimme. Aber wem gehörte diese Stimme? Woher kam sie? Ihre warme Präsenz beruhigte mich auf eine seltsame Art. Doch bevor ich diesen Gedanken überhaupt zu Ende denken konnte, kam plötzlich das ganze Gewicht der Situation auf mich eingestürzt, als ich mit einem Schlag realisierte, was hier eigentlich los war. Ich wusste nicht, wo ich hier war. Und ich hasste es, das nicht zu wissen. Das Adrenalin schoss mir sogleich in die Blutbahn und verteilte sich innerhalb von Sekunden in meinem kompletten Körper. Mein Herz wollte mir aus der Brust springen und war bereit dafür, auch Rippen von innen heraus zu brechen, wenn es sein musste. Ich musste hier raus. Töte sie! Mein Blick fiel zu meiner Rechten, als ich dort einen kleinen Werkzeugtisch vorfand, den sonst nur Chirurgen verwenden, auf dem alle möglichen schmerzerzeugenden Utensilien zu finden waren. Ein Messer, ein Seil, eine Pistole, Rasierklingen, Nadeln, Tabletten und Puder. Ein Arsenal, um zu verstümmeln, zerstören und zu töten. Ohne wirklich lange nachzudenken, griff ich nach der Rasierklinge und wollte meiner Mutter damit die Fäden, die ihren Mund verschlossen, zerschneiden, damit sie mir sagen konnte, was zum Teufel hier los war. Sie wusste immer, was los war. Mit der Rasierklinge in der Hand näherte ich mich ihr zaghaft. Ihre Augen leuchteten auf, als ich näher kam. Und trotz der ganzen Schnitte, Tränen und trotz des ganzen Schmerzes lächelte sie mich an. Ich nahm ihr Gesicht in meine linke Hand, um es zu stützen. Die Rasierklinge zwischen meinen Fingern der rechten Hand. Ich schluchzte. Mehr als jemals zuvor. Es dauerte nicht lange, bis ich anfing, komplett die Beherrschung zu verlieren und bitterlich zu weinen. Es stürzte einfach über mich herein. Ich konnte es nicht steuern. Denn es war meiner Mom nicht wichtig, wie schlimm die Situation sein mochte. Auch der Ausgang der Situation. Alles, was für sie zählte, war, dass ich hier war. Bei ihr. In diesem Moment. Die ersten paar Fäden waren durch. Und kurz danach folgten die nächsten. Ich lehnte mich zurück, um wieder durchzuatmen und meiner Mom tief in die Augen zu sehen. Mom? Als Tränen ihre Wangen hinabliefen, sagte sie mit ihrem warmen Lächeln nur ein Wort. Klettere. Ich spähte hinter ihr auf die Leiter und blickte sie nochmal um Bestätigung an. Sie wollte wirklich, dass ich gehe. Kurz bevor ich die Leiter jedoch erreicht hatte, stieß sie noch schwach einen Satz hervor. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb, Mom. Ich hatte ihr das nicht oft genug gesagt. Und das fiel mir jetzt auf. Doch dann, mit der Rasierklinge immer noch in der Hand, fing ich an zu klettern. Ich kletterte mit fester Entschlossenheit. Ich kletterte so lange, es fühlte sich wie Stunden an. Hier und da bezwang ich sogar einige durchgebrochene Sprossen, doch ich wurde müde und war erschöpft. Aber ich musste weiter nach oben. Doch bald war ich an meinem Limit angekommen und musste weinen. Rotz hing mir am Kinn und der Nase und Tränen liefen über mein ganzes Gesicht.
Ich kletterte durch gute Erinnerungen, durch schlechte, aber immer weiter. Durch die Zeit, wenn meine Mutter für mich da war, wenn ich krank wurde. Oder auch durch die Zeit, in der mich meine Ex-Freundin verlassen hatte. Meine Mutter sollte stolz auf mich sein. Nur deswegen klettere ich weiter. Den dunklen Raum hatte ich auch satt. Und dann endlich sah ich in der Ferne ein Licht. Meinen Weg hinaus. Als ich meine Hand auf die letzte Sprosse platzierte und mich über die Kante zog, wurde ich von Helligkeit geflutet. Ich erblindete für einige Sekunden, bevor sich das hell lichtete und ich mich auf dem Rücken liegend in meiner Badewanne wiederfand. Mit der Rasierklinge in der Hand. Ein dringliches Klopfen an der Tür riss mich aus meiner Trance. Bist du in Ordnung? Deine Schwester hat gerufen. Wir machen uns Sorgen um dich. Das war die Stimme meiner Mutter. Ich begab mich aus der Badewanne und legte die Klinge zum Waschbecken, während ich zur Tür ging. Und als ich sie aufmachte, sah mich meine Mutter an. Sie sah mich an und wusste alles. Unmittelbar schloss sie mich in ihre Arme und wir beide fingen an zu weinen. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich machen sollte, wimmerte sie. Mein Aufstieg hatte gerade erst begonnen.